So, stellt euch vor, ihr macht eine Screen-Transition und vergesst euer Mikrofon zu entmuten. Aber zum Glück passiert mir sowas ja nicht. Deswegen. Oh. Uiuiui. Hi Leute, wie geht's euch? Wir haben den letzten Tag im November. Die Tage sind sehr kurz geworden und sehr kalt. Ich hoffe, dass ihr es euch gemütlich gemacht habt. Habt eine Bettdecke umgewickelt und eine Tasse Tee oder Kaffee, ja, Kaffee vielleicht um die Uhrzeit nicht mehr, aber oder eine heiße Schokolade oder was ihr auch gerne mögt. Habt ihr euch eingemummelt und genießt euren allerliebsten Lieblings-Twitch-Kanal, der leider nicht mehr so oft streamt wie einst, aber trotzdem freut ihr euch jedes Mal ganz doll, wenn er kommt, wenn der Kanal live geht. Und ich bin heute hier nicht alleine. Ich habe nämlich jemanden dabei und den holen wir jetzt mal kurz hier rüber. So, und jetzt, ja, da ist ja jemand hier, den kennt man doch. Let's fucking go. Ich bin da und ich kann hüpfen. Guckt mal, Leute, ich kann hüpfen vor der Kamera. Das ist richtig gut. Ja, dass ich einen coolen neuen Standschreibtisch habe. Ja, ich kann gerade überhaupt nicht abschätzen, wie unsere Lautstärken sind, weil wir das vorhin nicht getestet haben, weil ich gerade eben erst Discord-Audio hinzugefügt habe. So, Leute, ist der, oder warte mal, ja, jetzt, ich, sind wir gleich laut, Leute. Ich mach mal den Freddy ein bisschen leiser, der war richtig krass. Ja, Freddy mit Standschreibtisch, wie geht's dir? Alles gut bei dir? Ja, gut. Wir wollten eigentlich ja sogar früher anfangen, aber ich habe heute Morgen richtig stabil verschlafen, dann sofort angefangen, mein Zimmer auszuräumen, alten Schreibtisch abbauen, neuen Schreibtisch aufbauen, bin jetzt eben gerade fertig geworden, kurz nochmal unter die Dusche gehüpft und jetzt bin ich ready, dich in diesem wunderbaren kleinen Indie-Game, von dem ich fast noch nichts weiß, zu battlen. Moment, das ist das Mikro. Ja, Freddy hat gerade ein paar audiotechnische Probleme, hat er mir vor dem Stream gesteckt, aber ich möchte da nicht näher ins Detail gehen, wenn er das nicht möchte. Ja, mein Raum ist ziemlich leer und der Stand von meinem Mikrofon ist gebrochen. ja, deswegen liegt das jetzt ein bisschen ugly auf meinem Tisch. Ich habe es nicht besonders nah am Mund, ich spreche einfach relativ laut. Ich könnte gucken, ob ich irgendwie mit Raumecho-Unterdrückung noch ein bisschen was machen kann, aber... Ich hoffe, ihr könnt mich einigermaßen verstehen. Du bist hier bei Discord und Discord unterdrückt eh alles, was ominös ist von sich aus. Okay, aber versteht ihr gut? Sind wir auch gleich laut ungefähr? Das müsste ich, okay, warte mal. So, sag nochmal was, Freddy. Hallo, hallo, hallo. Ja, kann man eine Shepard sagen und versteht mich ganz gut. Ja, ich glaube, wir werden schon fein sein. Das klingt gut. Ja, ich habe gerade mal kurz reingehört. Das ist relativ nice. Was machen wir heute? Heute ist ein kleines Blind Race angesagt, von einem Spiel, das ich schon länger auf dem Radar hatte, weil es ein Entwickler ist, von dem wir sogar schon mal was auf diesem Kanal gezeigt haben. Ihr wisst es vielleicht nicht, aber dieses Spiel ist tatsächlich, ich sag mal, für die... Wow, meine Kamera ist ganz unscharf, was ist da los? Jetzt geht's wieder. Für die Verhältnisse der Größe dieses Indie-Entwicklers ist dieses Spiel durch die Decke gegangen, könnte man sagen. Es hat auf Steam zurzeit, wenn ich mich nicht täusche, ein overwhelmingly positive... Bewertungsdurchschnitt. Ja. Overwhelming positive recent reviews. Richtig nice. Und das Spiel ist von einem Entwickler, der unter dem Alias Stuffed Wombat unterwegs ist, glaube ich, ein Österreicher, wenn mich nicht alles täuscht. Und wir haben von ihm schon mal Geballer gezeigt, hier mit Thiefbug zusammen, vor einiger Zeit, schon 1,5 Jahre her oder sowas. Und dieses Spiel heißt... Mosalina. Es geht dabei darum, dass man durch verschiedene Level sich hindurchpuzzeln muss, mit aber einem Twist. Nämlich, man kriegt in jedem Level 3 Fähigkeiten, allerdings sind die Fähigkeiten, die man kriegt, komplett random. Und man muss quasi mit den random Fähigkeiten, die man bekommt, trotzdem versuchen, ans Ende zu kommen. Und weder Freddy noch ich haben das Spiel bisher gespielt. Ich habe nur ein paar Ausschnitte davon gesehen. Ich weiß nicht, was du davon schon gesehen hast. Und ich bin gespannt, wie es wird und wer es schafft von uns als Erster das Ende zu erreichen. Und ich hoffe aber auf jeden Fall, dass wir beide ganz viel Spaß haben werden. Oh so. Ja, bei mir sind es auch nur 2, 3 Clips von Twitter, die ich von Stuffed Wombat
reingespült bekommen habe, wo ich auch so ein bisschen das irgendwie jetzt über die letzten Wochen auf dem Radar hatte, aber ich habe mir noch kein richtiges Gameplay angeguckt, bis auf 2, 3, 5 Sekunden Clips. Entsprechend gehe ich ebenfalls fully blind rein. Nice. So, und ich glaube, wir können auch rüber in die Szene. Wo ist denn der Kack-Button jetzt? Da ist er. Okay, ob er ist schon zu lange nicht mehr benutzt. Egal. Also, wir gehen rüber in die Gameplay-Szene. So. Ah, wunderbar. Ah, aber jetzt bewegt er sich. Okay. So, Moment. Ein Moment, Freddy, ich glaube, man hört dich gerade nicht, weil ich nämlich hier noch nicht Discord hinzugefügt habe. Ja, das ist mein Verschulden. Ich habe erst in letzten Minute mich entschieden. So, jetzt sag mal wieder was. Hi, hi. Okay, jetzt muss man ihn Ich wieder sehe hören. gerade Ja, es. hier coole Dinge. Ich habe in letzter Minute mich dazu entschieden, nicht über Desktop-Sound zu gehen, sondern ja, kriege keinen Spielsound von dir. Naja, egal, dann gibt's halt keinen Game-Sound Ja, von dir. Wayne, du hast es. Eigentlich müsstest du den kriegen. Soll ich noch kurz gucken oder sollen wir es dann ohne machen? Ich glaube, es ist so ein kurzes Spiel. Wenn du nicht böse bist, dass man dein Spiel nicht hören kann, dann hören wir halt heute nur mein Spiel. Also ich. Warte, ich kann es dir actually sofort geben. Bin. Warte. Jetzt hast du ihn. Warte. Ziemlich sicher. Oh. Ja, jetzt hört man beide unsere Spiele. Dann mache ich doch meins mal direkt auf Mute. So, seht mal genau, ich mache die Sounds mit dem Mund. So, nein, das mache ich natürlich nicht. And Yet It Moves ist ein Spiel, in dem sämtliche Soundeffekte mit dem Mund gemacht wurden. Das ist eins der OG-Indie-Games, damals, als quasi zwischen Flash-Games und Indie-Games noch keine so große Distinktion geherrscht hat. Okay, ich überlege gerade, was passiert, wenn ich hier Speedrun. Oh, no, 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 no. Ah, ja, genau. Genau, das hatte ich mich auch gefragt, ob das vielleicht Sinn ergibt, damit wir irgendwie, also Können wir da entweder gleich. wir gehen halt fully random rein oder wir gehen, das scheint irgendwie eine Seeding Option zu sein, oder? Ich kann man aber nichts umstellen, oder? Ja. Da steht ein Manager und unten links ist eine. Nee. Ach so, nee, das hatten wir jetzt einfach nur. Das startet einfach nur ein Timer sozusagen fresh, glaube ich. Okay. Aber ohne Seeding, ohne Seeding. Aber wir können es ja trotzdem machen, dann hätten wir jeder Timer, keine Ahnung, schadet nicht oder Okay, so. ja, alles da. Das heißt, wir hovern über Speedrun und wir machen Ja. einen Countdown und auf zack drücken wir auf Speedrun drauf. Ja, das Habe können ich. wir auch, warte. Ich Mal ganz mache kurz, mir ich muss kurz noch einen gucken, Chat auf. ob mein Timer auch. Ah ja, okay, der müsste eigentlich aktiv sein. Alles klar, ja, okay. Oh, Okay, dann ich drück bin mal ready, auf. ja. Chat, Okay, ich bin seid ihr auch ready. bereit? Chat. Chat hat keinen Bock. Dann zählen wir einfach. Es geht los in 3, 2, 1, zack! Ich Okay. habe keine Ahnung, was diese Ich Dinger habe so können. Frosch, violettes Dingens und was anderes. Ich bin ein. Ah, mit den Triggertasten kann man sie. Ah! Habe ich. Oh, jetzt habe ich meine Ammo hier schon komplett kaputt gemacht. Das heißt, ja, damit wäre das Oh, jetzt schon. bin ich aber in einem anderen Level plötzlich. Oh, ist das vielleicht keine gute Idee, den Speedrun-Modus zu machen? Also ich bin gestorben und dann war ich in einem anderen Level. Ist das so richtig? Dass man nur einen Try pro Level hat? Eigentlich nicht, nee, ich glaube nicht. Ich bin gerade Okay, total auch wollen am. wir dann nochmal zurück irgendwie? Oder sagst du? Ja, ich weiß, es wäre natürlich irgendwie lustiger. Oh mein Gott, ich Warte, wow, weiß nicht, ob ich im ich hab. Spiel verletzt, aber. Ich, oh, Scheiße, jetzt habe ich das Spiel auch schon ausgemacht. Mist. Ach, wie Okay, ärgerlich. alles gut. Ich Wie habe beim sogar Crit den. jetzt, oder? Also.
Reroll Game, get new levels and new tools, pass and play, play with up to 4 friends. Nee, Speedrun, gotta go fast. Raw Random. Nee, ich glaube, man muss einfach durch die Random Levels durch. Ja, also was mich nur gewundert hat, ist halt, dass es mich getötet hat. Also, als ich gestorben bin, hat es ein neues Level geladen. Ja, genau, ich hab auch. Ich weiß nicht, ob es auch im anderen Modus ist, ich probiere es einmal aus. Nee, wenn ich auf Reroll Game gehe, dann kommt nämlich kein neues Level, wenn ich sterbe. Aber wir kriegen niemals dieselben Level, ja? Glaube nicht. Okay, pass auf. Dann lass uns doch beide einfach einen Speedrun machen, nochmal von vorne, mit dem Wissen, dass wir einfach immer verschiedene Level kriegen und wir gucken, dass wir zum Ende kommen. Dann haben wir einen In-Game-Timer. Jetzt, wo wir wissen, was auf uns zukommt. Okay, ja, also ich hätte wahrscheinlich eher Reroll Game gemacht, weil das scheint einem zumindest mehrere Chancen, gleiche Level zu geben, weißt du? Alles klar. Dass man auch mal ein Level 2-3 Mal versuchen kann. Ah, okay, alles klar. Ja, dann machen wir doch Reroll Game. Wir haben ja einen Timer hier. Also ganz entspannt und casual. Dann jetzt nochmal richtig. Tut mir leid, alle Leute, die auf YouTube zugeguckt haben. Bitte erstmal liken, Glocke klingeln und dann geht's los in 3, 2, 1, zack. So, auf geht's. Okay, neue Items. Was auch immer diese Kaffeetasse. Ich hab Pilze, Zange und 100 CD-Kreis. Was ist mein Ziel, alles einzusammeln? Ich glaube schon. Was sind denn hier eigentlich die... Move, rechts, links, aim, hoch, runter, jump, der, shoot ist der und switch ist der. Ah, und es gibt sogar einen Retry-Knopf. Den muss ich auch direkt quasi drücken. What? Aber jetzt habe ich schon wieder ein neues Level. Ich habe Retry gedrückt. Ich habe einen Apfel berührt und da ist jetzt ein Boomstorm. Ist gar kein Ziel im Level, ich verstehe das nicht. Frösche. Ich hab Frösche. Soll ich der Schildkröte? Der Bock hat den Apfel gegessen. Jetzt habe ich neue Sachen und neues Level. Ich verstehe wirklich nicht besonders viel. Vielleicht muss man alle Früchte sammeln und dann sterben. Nee, ich glaube, du musst eigentlich in dieses Portal, wenn du alle Früchte hast. Yeah, ich habe ein Level geschafft! Ich hatte keine Portale in meinem ersten Level. Was ist diese Waffe? Eine Rakete! Eine Zielsuchende. Ganz cool. Nice, ich hab schon 2 Level geschafft. Hä? Okay. Ich hab nur Guns. Was soll ich denn mit Guns machen, wenn ich Plattformen brauche? Ich verstehe das nicht. Ich spring wieder runter. This game is random. Sometimes you can win and sometimes you cannot. Was? It is possible to get hard stuck. Help is not on the way. Every game is a reverse system. Okay. Hier ist auch kein Objekt, das ich nehmen kann. Achso, okay, also wahrscheinlich soll ich mich dann hier runterfallen lassen. Okay. Okay, das ist. Ah, man hat nur so und so viel Munition. Naja. Okay. Shit. Ah, ich hätte fast das Level geschafft. Schade, dass ich es nicht nochmal probieren darf. Ein Leiter, okay. Was? Ah, so schieße ich auch. Ah, oh nein, das ist ein gegnerisches. Das Spiel, genau. Also in diesem Spiel kriegst du immer 3 random Fähigkeiten. Oder 3 Fähigkeiten random ausgewählt aus einem Pool. Und musst dann damit ein Level schaffen. Ach, man sieht ja da. Vaporize, Upgraft, Butterfly, okay. Man sieht einen Namen von den Fähigkeiten. Rock. Spear. Butterfly habe ich 2 Stück. Vaporize 3. Niemals dahin. Okay, Warte, das ist ein Pool aus Level, die mir nacheinander immer wieder gegeben werden.
Nein, das soll mich nicht töten. Hör auf, mich zu töten. Ach, ganz kill people. Ich hab's doch verstanden. Jetzt sind nur die Dämonen. Am Ende. Alter. Okay, ich hab ein bisschen Probleme, glaube ich. Ach Mann, ich hab schon wieder geschossen, obwohl ich Dinge wechseln will. Ich stell dir vor, du schießt, obwohl du Dinge wechseln möchtest. Ja. Okay, warte, vielleicht kann ich das hier sogar machen. Ja. Ah, Hilfe, das sind Mario-Plattformen, die weggehen, wenn man sie zu lang berührt. Ah, in dem Level war ich schon mal. Oh, die Leiter, die muss man unter sich schießen, damit die gut ist. Ich wünschte, ich könnte zielen. Kann man du kannst nach oben, gerade nach oben und gerade nach unten kannst du zielen, aber das war's dann auch schon. Okay. So, jetzt krieg ich das aber hin. Bam! Ich habe ein Level geschafft, oh mein Gott, ich bin ein Gott-Gamer. Okay, das war vielleicht ein bisschen zu viel Begeisterung dafür, dass ich das erste Level geschafft habe. Was macht die Insta-Box? Nichts. Zumindest noch nicht so, was ich verstanden habe. Oh, man darf die Stacheln also nicht berühren. Okay. Oh, es hat auf mich rangezogen, das ist schlecht. Hier kann ich jetzt einfach auch mal. Hier habe ich jetzt nämlich ein gutes Item, glaube ich. Nein, ich war ein halbes Pixel vom Ziel weg. Man hat mir das nichts gespawnt irgendwie. Was macht denn diese komische Zange überhaupt? Ich verstehe nicht, was die Kamera macht, actually. Okay, run. Das kann ich, glaube ich, hoffentlich lösen. Ah, das macht also diese Clamp. Okay, warning. This game is random. Ah, ich bin auf einmal im ersten Level. This is a very noble game. This is not worth to get mad at game. Just reroll instead. Keep going. Okay. Oh Mist, jetzt bin ich in den Discord gegangen. Nee, das machen wir nachher. Joinen wir den Discord. Ah. Ich komme nicht rüber. Okay, einfach weiter rüber, I guess. Oh, neues Level. Oh, ich bin tot. Okay. Ich habe das wieder eingesammelt. Ich verstehe unglaublich wenig von diesem an diesem Spiel gerade. Ne? Ich finde es total. Feier es. Oh nein. Auch nice. Aber ich verstehe also nicht so viel. Ein Frosch, nicht wegspringen. Nein, es ist der Frosch fett geworden. Ich töte dich, Frosch. Es fällt dem Frosch ein, einfach so fett zu werden, ey. Echt so? Hä? Der Frosch hat die Frucht gegessen! Jam, jam. Jetzt kann der Frosch nicht mehr hochkommen. Okay, anscheinend muss ich jetzt nämlich einmal Reroll Game drücken. Ja, wenn man Reroll Game drückt, kriegt man ein neues Set an Leveln und neue Items. Okay. Bin ich da von der Seite runtergefallen. Das ist ärgerlich. Schmetterling, what do you do, Alter? Das ist so ein Abstand. Ich bin doch so blöd. Oh Mann. Ist das eine Plattform? Warum fällt das denn? Warum ist das denn physikbasiert? Das ist ja. Ah, ja, ich hab's selber geschafft. Es sieht RNG aus. Ja, hallo Riddix. Riddix. Das ist RNG the Game. Ja,
Das Level finde ich schwierig hier. Ja, ich habe ein Level geschafft. Oh mein Gott, mein zweites Hilfe, Level. Ich sterbe. Ich glaube, ich habe nur noch ein Level hier zu tun. Okay, nein, noch ein Level geschafft. In your face, Spiel, in your face. Nein, ich... Ah, shit. Hier habe ich echt no clue. Ja. Oh, was macht das denn? Ich weiß nicht, ob ich das so gut finde. Bombe! Okay, fahren sich mit Hochkatapultieren, da bringt mir nichts. Zumindest wüsste ich noch nicht, was es mir bringt. Oh, was man kann einfach. Oh, ah, okay. Kann der Fisch das Objekt fressen? Oh Mann, die begrenzte Menge stresst mich actually ein bisschen. Also wie wenig man davon hat, von den Sachen. Macht es immer sehr, sehr schwer, überhaupt ein bisschen was auszuprobieren. Okay, oh, das kommt mir gleich entgegen. Das ist nicht so gut. Ich werfe einen Granatapfel dagegen. Oh ja. Ha! Okay, das Level werde ich, glaube ich, schaffen. Aber ja. Warum? Warum bewegt die sich denn jetzt so rum? Frag mich, wie viele Level man schaffen muss. Muss man alle neuen umschaffen? Ich glaube, ja. Nein, das hätte ich noch schaffen können. Rick, meine ich. Was ist ein Mograft? Yes. Let's go! Auch zwei Level muss ich machen von den neuen hier. Okay, die dürfen alle helfen, nicht schade. Die Pfeile. Ja. Ja, das ist, glaube ich, wieder nicht schaffbar. Ich gehe einfach wieder direkt sterben. Das will mich töten. Okay, hier versuche ich jetzt. Okay, das jetzt schaffe ich dieses Level hier, aber safe. Ja, oh mein Gott. Oh mein Gott, ich komme langsam rein. Ganz, ganz langsam, aber. Ich würde sagen, let's go. Der Seite aufgeklärt aus. Hello there, hallo Luck. Yes! Nein, vorbeigeschossen. Ein Level von den ja, neuen. Oh mein Gott. Final Level steht hier. Boah, das ist ja richtig großes Level. Wow, was ist los? Auf einmal hat man 5 Fähigkeiten. Okay, das war schlecht. Nichts explain, ja, Mann. Das ist eine valid Anfrage in diesem Spiel. Ich sterbe. Wir kriegen 3 random Fähigkeiten aus einem Pool und müssen dann irgendwie versuchen, alle Früchte einzusammeln, um zum Ende zu kommen. Das ist kurz gesagt das, was dieses Spiel tut. Mist. Fisch, sei doch kontrolliert! Ich komme niemals wieder zum Ausgang zurück. Nein, keine Chance. Früchte gut, Wirbel win. Was sagt er? Ah, nein! Oh Mann, ich Idiot. okay, also. Ich bin angeblich im Final Level, aber ich weiß nicht, was.
was das genau zu bedeuten hat, diese Information. Niemals wird das klappen. Reicht das, um da hochzukommen? Ja. Also ich habe schon ziemlich klare Favoriten, was so die Items angeht, würde ich sagen. Es gibt welche, das die war... machen Spaß und welche, die sind ziemlich shit. Wie sieht's bei dir so aus? Ja. Oh nice, neues Level. Oh, die Turtle ist gestorben. Ich glaube die. Ach, wenn die Turtle stirbt, dann geht das Portal zu. Was, die Turtle? Ja, bei mir kommt man. Du bist, was, bist ja in einem ganz anderen Level als ich, okay? So, wir sterben. Neue ich will den Bouncer eigentlich mitnehmen. Und zwar die Clamp, die ist komplett nutzlos. Die ist fast so nutzlos wie die durch Deckenklettern-Fähigkeiten in Tears of the Kingdom. Dieses Level hier ist einfach unmöglich. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkommen würde. Also nicht mal fast. Das Level ist einfach 5 Kilometer entfernt. Das Portal. Eieieiei. Ja, ich bin leider. Ja, Mist, ich. Weiß, der Rocket ist keiner. Schau dir. Hang down. Well, random ist. I don't care about you. This might be slightly awesome. Fish spielt's leider. Okay. Ich will dieses Kack-Level jetzt schaffen hier. Okay, das jetzt schaffe ich auch nicht. Ich glaube an dich. Turtle, überleb doch, Digga. Ich will doch nur, dass du überlebst. Turtle, ich hasse dich so sehr. Okay, runterspringen. Kann ich jetzt den Bouncer austauschen? Ich hätte ein Item gehabt, das ich hätte benutzen können. Thanks for playing ist das Advice. Danke für dieses Advice. Bester Advice. Oh mein Gott, da kommt man so wieder hoch. Oh, ich habe mir, ich glaube, ich habe mir, glaube ich, gerade ein Hindernis erschaffen. Okay, weiteres Level geschafft. Weiteres Level geschafft. Mir fehlen noch 3. Ah, das eine Level ist nicht zu schaffen. Wie kommt man denn da hin? Ich mag auch, wie ich komm schon. Racing nicht. Yes! Level geschafft. Warum ist Zed eigentlich Thiefbug geworden? Hast du in deinem Layout noch stehen, dass Thiefbug dabei ist? Nein. Das nehme ich mal als ja. Okay. Naja, die Distanz ist nicht zu schaffen. Was gibt's denn für ein Item, mit dem die Distanz zu schaffen ist? Okay, Vaporize vielleicht. Du wusstest, okay. Ich sehe eher, ich bin gerade selber so ganz gebannt von meinem eigenen Spiel. Oh nein, bin ich jetzt. Nothing. Nein, bleib doch oben! Ey, ich habe extra Pfeile in die Turtle reingeschossen, damit sie überlebt. Stell dir vor, du schießt Pfeile in die Turtle, damit sie überlebt. Hast du eine Clamp? So, ich habe jetzt nochmal neue Level jetzt hier. Ich habe jetzt das Final Level geschafft. Echt? Kranker yeah. Scheiß. Aber das waren ja andere Level. Ich glaube, eins meiner Level ist einfach straight up mit keinem Item schaffbar. Hä? Ich glaube, dieses Level ist einfach komplett unmöglich.
Aber wenn ich jetzt Level rerolle, dann habe ich ja wieder keine mehr geschafft. Dann muss ich ja 6 Level wieder neu machen. Das ist ja komplett ekelhaft. Was ist denn Phaser? Das weiß ich nicht, weil ich den ins Nichts geschossen habe. Tötet mich die Bombe? Nein, okay. Oh, jetzt habe ich aber alle. Das Level ist komplett easy und weg will er nicht. Ja, das kann auch sein. Fische. Ich mag die Fische irgendwie, obwohl die total nutzlos sind. Aber wenn man, also, ich drücke jetzt nochmal Reroll Gain. Ich habe keine Ahnung, was ich sonst tun soll, weil ich komme da. Also, ja, okay, cool. Ich muss jetzt nochmal die 6 Level neu schaffen. Mobilize, was ist das denn? Was ist diese? Ach, das ist das. Oh nein! Nein. Okay. Oh, frick. Das ist nicht gut. Komm schon, da fehlt nur ein halbes Pixel. Ja, let's go. Bis gleich der WoW-Sucht nachgeben. Ah, das darf ich auch nicht berühren. Okay. Jetzt habe ich auch die Pfeile. Ah, ich bin im gleichen Level wie du vorhin warst. Ah, Mist. Ich hätte viel weiter hochgehen können. Okay, was ist das? Okay, das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, um das Level von vorhin potenziell machen zu können. Was macht denn? Die Kamera macht ja echt nur. Also, ich glaube, die schießt einfach nach hinten. Ein Level geschafft? Ist das eine Kanone oder was? Ja. Okay, der Phaser ist ja. Ey, das Level habe ich doch vorhin schon gehabt, das war richtig kacke. Das, was ich gerade hab? Nee. Oder das, was ich gerade hab. Okay, jetzt habe ich teilweise Level, die super leicht sind. Vorhin hatte ich richtige Schmutzlevel. Ja, noch eins ist leicht, das ist klar. Puh! Ach, schade, 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 aber das war eigentlich eine gute Strategie. Vielleicht kann ich ihn wegblasten, aber dann blastet der mir den Apfel gleich mit weg. Ah, okay. Rise! Gun. Was die Gun, die Pistole schießt. Nein, ich Turtle, bitte nicht sterben. Du darfst doch nicht über. Du musst überleben, dachte ich. Darf doch nicht rein, ich darf doch nicht rein. Ja, die Turtle muss überleben, genau. Ah, das muss man gedrückt halten anscheinend. Das Peach ist 1000 Mal, ja. Classic Plus von WoW oder was? Hat man aber auch nur einen. Und das darf man alles nicht für Bodenranke oder was ist das? Bambu. Aber Bambu macht das gar nicht mit, wenn es lang. Okay, ich hab den Phaser. Und das könnte cool sein. Das wäre. Ich glaub aber nicht. Oder schickt er mich auch ins Ziel? Jetzt habe ich aber alles kaputt gemacht. Ja. Ich glaube, wir brauchen nicht mehr ran. Hedwig, du siehst mittlerweile aus wie eine Bodenranke. Absolut nicht. Ich habe wieder gut zugenommen, Mann. Absolut, Leonard. Hm.
Wieso teleportiert er sich da nicht hin? Das hat eben noch so funktioniert. Uah, überlebt. Aber da komme ich ja never ran. Sagt niemals nie. Doch. Baruch. Ja, Mist, jetzt bin ich dummerweise hier ein bisschen gefangen. Keine Waffe mehr. Ärgerlich. Rocket. Rocket ist mein Freund bisher, den mag ich. Hast du schon verstanden, wie der Phaser funktioniert? Ja, du musst durch die Wand schießen, dann spawnst du am anderen Ende der Wand, wenn es durch eine Wand gefahren ist. Oder so ähnlich zumindest. Diese Fische, ne, gehen wir schon ein bisschen stabil auf den Reifen. Okay, nice. Diesmal hat es mir genau die Items gegeben, die ich brauchte. Ja, Turtle, ich find's gut, dass du hier. Kann ich die Boxen benutzen, um das Ding wegzuschieben? Ja, let's go! Ich habe den Phaser produktiv benutzt. Jetzt brauche ich wieder nur noch zwei Level, um es zu schaffen. Nachdem ich komplett neu gestartet habe, Alter. Let's go. Flash Game Apps. Ja, es hat tatsächlich so ein bisschen. Let's go. Oh ja, Riddix kennt sich aus mit Flash Games. Der Speedrun mit Flash Game. Final Level. Ja. Welches Flash Game speedrunst du denn? Oh, warte, das Final Level ist ja eins wie von vorher, nur ein anders. Also. Kann ich noch genug Äpfel kriegen? Ja. Das ist quasi der Arbeit Flash Games, okay. Ich weiß auch nicht, wie das so zählt, was man da so macht, also. Oh nee. Es gibt wahrscheinlich, es gibt schon Ende irgendwie, oder? Das ist die Frage. Oder? Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht so genau. Auf How Long to Beat stand. Was ist denn das? Ich hätte nach links lenken können. Das Spiel hat gerade permanent mit nach rechts gelenkt. Das war nicht so gut. Oh nein, 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 nein. Mist. Aber okay, ich benutze jetzt den Impuls, I guess. Okay. Überlebt. Danke. Ich war ein halbes Pixel davon entfernt. Meine Fresse. Das ist ein Centipixel. Das ist ein Hanger. Da hat Tenzin Hanau gemacht, aber ja, auf deinem Mund. Das ist schwer, Alter. Das ist schwer. Man weiß halt auch nie so, was das jetzt so macht. Level geschafft. Okay,
ich habe noch A-Items. Na, Digga. Ja, ich habe das hier zumindest zwei. Das hier kann ich hier. Oh mein Gott, hier kann ich Sachen neu auffüllen. Aber es ist ein Final Level. Ja. Puls, will ich den Impuls haben? Ich will lieber die Rakete für gleich. Mist. Nein, jetzt bin ich gestorben. Oh, ich bin so schlecht. Oh, die Fische haben mich gerettet. Oh mein Gott, die Fische retten mich immer. Mit den Fischen habe ich nice Plattförmchen. Weißt du schon, was die Gun so genau macht? Ich habe den noch nicht. Oh, let's go, Phaser, let's go. Bam! Okay, das wäre so flach, ist leider nicht. Ah, oh Mann, das war knapp jetzt. Fast hätte ich das Limit einmal geschafft. Na, yeah! Oh, ich habe alle die Rechtswagen gekriegt, mal. Okay, das ist das Turtle-Level, aber die Schildkröte fällt in letzter Zeit immer so, dass sie nicht mehr sterben. Stimmt nicht. Nein, Turtle! Du darfst doch nicht sterben. Die Turtle schon gar nicht, ne? Ja, der Phaser ist das, was ich haben will, actually. Oh, das ist nicht gut. What? Man kann ein Level auch beenden, wenn man die Frucht nur kaputt macht? Was? That's new to me. Wenn die Frucht aus dem Level fällt. Oh, wow. Dann geht das auch auf. Das Ziel. Habe ich gerade gemerkt, aber erst so in dem Moment hatte ich schon auf Reset gedrückt. Wir stehen nicht ordentlich aufeinander. Ich hasse alles. Äpfel, benehmt euch! Gar nicht geholfen. Fische, ja. Ich verstehe die Gun nicht irgendwie. Komm. Gib mir doch den Apfel. So, das ist dieser Impuls. Nein, 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 nein. Oh no. Oh nein, das Ziel wird ja zum Grabstein, wenn die Turtle stirbt. Ja, ja, genau, dann kannst du nicht mehr durchs Ziel gehen. Nicht benutzen, das hat mir nicht geholfen.
Okay, mit Bambus die drei gekriegt. Stopp! Ich habe vergessen, dass ich ja den. Nein! Stopp! Ah, warum geht er denn nach rechts? Das habe ich ja jetzt nicht verstanden. Macht nichts. Nee, verstehe ich, ne? Nee, mit dem kann ich es nicht schaffen. Warum falle ich denn da runter? Das ist doch Schmutz. Kann ich auch schaffen. Dann nicht, wenn ich meinen Bambus kaputt mache. Ich habe meinen Bambus falsch umgedreht. Eieiei. Jetzt habe ich ihn fallen lassen. Und das hat so viel. Okay, aber ein bisschen besser. Fische sind ja richtig gut, wenn man. Ja. Wenn man auf Stacheln laufen möchte. Ja. Ah. Okay. Objekt ist eigentlich auch richtig strong. Vor allem der bleibt. Also es gibt dieses Objekt, das so Sachen an sich ranzieht, aber ja. Ich meine nicht das, was den, was so alle Sachen wild move. Wenn du verstehst, was ich meine. Nee, aber ist okay. Ach, ich darf den Bildschirmrand auch nicht berühren. Eieiei, nicht mal nicht. Oben. Nee. Ich hätte schon damit gerechnet, dass ich den Bildschirmrand oben berühren darf. Also es gibt einmal dieses blaue Antigravitations-, einmal das pinke Antigravitations-Item. Und auch das grüne, aber das ist mal ausgekommen. Das pinke, was so Drip macht und all, dass die Sachen alle hochfliegen. Da gibt es auch das blaue, was so alles so, so einen Schwung gibt, so ein Momentum. Ich weiß nicht, meinst du eins von den beiden? Ich meine, das ist so ein hellblaues. Oder grau. Ja, vielleicht. Quatsch jetzt. Aber vielleicht kann ich noch sagen. Ne, kann ich nicht mehr schaffen. Ich denke, er heißt Mobilize. Let's go! Ah, meine Hüte, wie lange habe ich jetzt für dieses Kacklevel gebraucht? Oh, jetzt habe ich noch das hier vor mir. No clue. Ich hätte gerne ein anderes Item. Bam! Das ist ein Item, was ich mir gerade. Oh no, das Final Level ist es mit der Turtle. Ach, das Final Level ist immer das, was übrig bleibt und dann wird es viel größer. Oh, und warum habe ich das Kack-Level als mein Final Level? Das finde ich aber nicht nett. Kamera schießt irgendwie nach hinten, habe ich das Gefühl. Oh Mann, hätte mein Controller gerade nicht einen Fehler gehabt, hätte es geklappt. Shit! Ja, es liegt immer am Controller. Nee, ich hätte nach links drücken müssen und ich konnte nicht lenken. Und ansonsten wäre das Level geschafft gewesen. Richtig ärgerlich. Shit, ey. Ich hatte alle Ressourcen, die ich gebraucht habe, um das Level zu beenden. Ich resette jetzt einfach immer, bis ich einmal irgendwie zwei Items habe, die ich gebrauchen kann, I guess. Weil sonst nicht schaffbar ist. Das ist zum Beispiel richtig cool. Mist. Ich hätte einen Fisch schießen müssen. Bombe ist, also ich meine, mein letztes Level ist so richtig komplett
Eigentlich unschaffbar mäßig. Okay, ich habe das erste Mal zu Ende geschafft. Jetzt komm. Jetzt bin ich irgendwie in so einem Bonus-Level oder so. Ja. Was ist das denn? Da steht rechts unten Game Over. Ich habe keine Waffe. Oh, ich habe mich fallen lassen einfach. Jetzt kriege ich neue Items und glaube, also man ist quasi dann jetzt durch, I guess, weil mein Counter oben rechts ist auch wieder auf Null gegangen. War das bei dir auch so? Naja, ich musste von vorne anfangen quasi wieder. Ach nein, ich habe vergessen, dass ich ja noch ein Ding, einen Apfel holen muss. Mist. Okay, ja, wollen wir uns dann irgendwie einen Timer setzen und wer bis dahin am öftesten durch war oder so? Ja. Weil ich wüsste jetzt nicht, wie wir es anders quasi berechnen, wenn du sonst wer ein Race gewinnt. Außer du hast gewonnen, weil du schon einmal durch bist sozusagen. Naja, jetzt steht es ja 1-1. Aber ich glaube, ich kann das hier nicht schaffen gerade. Also das ist echt schwer. Kann ich nicht, dass die Kappe da... Leck mich doch. What? What? Stopp, stopp, stopp. Wow, ich weiß, was die Gun macht. Du musst quasi einmal sterben, also die fliegt rum. Und wenn du dann stirbst, dann respawnst du da, wo die Gun gerade ist. Ja. Hm. Ich brauche hier den Phaser. Sehr gut. Ah, damit komme ich nicht klar. Ich habe in der neuen Welt jetzt schon 2 Level geschafft. Das fühlt sich gerade. Nein, ich brauche nicht den Laser. Ich brauche einen Laser. Nein, warum habe ich es denn noch da gesetzt? Und warum bin ich denn nicht nach links? Okay, es gibt ein Input-Issue-Problem in diesem Spiel, ich bin mir ziemlich sicher. Okay. Ja, aber du hast ja auch nicht auf die Beta geupdatet. Das ist auch richtig. Ich bin gerade hardcore konzentriert, weil ich möglicherweise dieses Level schaffe. Yes! Oh, oh, die Turtle ist gerade runtergefallen. Ja, oh. Aber ich war gerade... Warte, ja. Ja, ich bin auch wieder jetzt zum zweiten Mal in diesem Bonus-Level gedöst. Du machst hier, ich weiß nicht, warum falle ich denn da? Warum falle ich denn da? Phaser, Tomate und Gun. Achso, das ist der Granatapfel. Ah! Okay. Der Granatapfel explodiert nur, wenn man ihn wogegen schießt. Jetzt verstehe ich ihn auch als so richtig, glaube ich. Okay, ich komme jetzt auch schon langsam in Level, die ich schon mal hatte. Also wir können da bis eine Stunde machen, dann haben wir noch 17 Minuten, wenn du möchtest. Ja, wenn das für dich fair klingt, oder wir sagen 90 Minuten. Wir lassen heute 90 Minuten sagen, dann okay. Sehe ich noch eine Chance, dich potenziell einzubauen. Alles klar. Oh mein Gott, Frosch, ich liebe dich so sehr. Der Frosch hat die Frucht gegessen, dann ist sie nämlich auch weg und dann zählt das als weg. Geil!
Okay. Du musst 3 Level machen, dann habe ich dich. Kam daneben das Portal, was? Wie meinst du das? Ich verstehe gerade nicht, was du meinst. So, Pilz. Bambus, was ist Bambus? Oh, okay. Oh, mein Lieblingsitem bisher, actually. Echt? Hattest du schon mal die Leiter? Nee, noch nicht. Also ganz, ganz am Anfang, als ich die Level nicht schaffen konnte, hatte ich einmal die Leiter, aber... Okay, ich bin softlocked. Ja, ich habe doch genau das ungefähr gemacht, Dreike, nur andersrum. Ich kam ja nicht... Egal. Okay, ein Level noch, dann habe ich auch meinen zweiten Abschluss. Das ist ja ein bisschen heavy, aber... Ah, schade. Aber es fehlt ein halbes Pixel. Ja, same, um bei mir gerade hier rüber zu kommen. Nein, ich fall einfach. Nein, nicht die Leiter. Oh Mist, ich glaube, ich hab verkackt. Ja! Klasse. Verkackt. Das ist... Oh, erstmal hier einen Phaser reinballern. Pilzruderkreis. Okay, das ist ein bisschen peinlich. Oh, Bambus und Leiter in einem Level, das ist OP. Kann der Bambus auch so schön nach unten? Nee, der bringt ja gar nichts. Da muss man ja... Boah, der bringt ja gar nichts, finde ich aber ein hartes Urteil gegen den Bambus. Ich meine, wenn man den nach unten schießt, dann wächst er gar nicht groß. Nein, das hätte ich lieber rechts benutzen sollen. Oh, okay. Okay, das hier fühlt sich stark an, actually. Phasen wir hier durch? Nein, ich komme nicht rüber, weil ich zu dumm gebaut habe. Oh mein Gott. Warum ist in dem da ein bisschen... Warum ist da jetzt eine Schildkröte im Level? War da vorhin kein... Oh, der Bambus, der ist ja immer so lang, wie man den gerade braucht. Vielleicht ist er doch nicht so nutzlos, wie ich dachte. Nein, uff. Yeah, zweites Mal geschafft. Bumm. Wie viele Levels von deinem dritten Versuch hast du schon? 2, 3, 4, 5. Oh, damn. Okay. 5 Level habe ich aufzuräumen. Warum habe ich dieses Level eigentlich nicht geschafft? Das müsste doch eigentlich leicht sein. Nein.
bist. Okay, ein Level geschafft. Puh, God Gamer. So langsam komme ich rein. Ich konnte in der Luft wieder nicht zurückspringen. Wenn ich in der Luft einen Move mache, kann ich danach nicht mehr zurücklenken irgendwie. Mobilize, das kenne ich noch nicht. Oh, das macht ja Full Anti-Gravity. Ah, fliegt der aus dem Screen um? Ne, gerade so nicht, leider. Geil. Let's go, zweites Level. Ich werde langsam ein God-Gamer. Okay, also manche Lösungen sind echt klippreif hier, die hier passieren. Ich weiß nicht, wie es bei dir geht. Ich hab mich getötet, oh mein Gott! Ja, bei mir auch. Da würde ich behaupten, zumindest. Mobilize ist ja mal super stark. Ist das Pinke? Mobilize ist ja mal easily, ja, das Pinke. Easily die beste Waffe im Spiel. Kacke, ich hätte das schaffen können, aber war ein Pilz verballert. What? Hey, nein, 4 Level geschafft. Bam! Boah, der Boy holt auf. Nice. Was ist das? Clam. Das kenne ich auch noch nicht. Boah, das ist ein bisschen nicht so ganz geil. 5 Level geschafft, bam! Yo, er holt auf, der Boy! 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Level geschafft hier jetzt. Kommt der Ehrgeiz hier. Und ich spiele auch gerade wieder der letzte Mensch hier, wie der erste Mensch. Oh mein Gott. Frickin'. Ich hab nichts mehr, um zurückzukommen. Ich finde, so langsam macht das Spiel richtig Spaß. Ja, so langsam kriege ich auch Spaß. Am Anfang war ich noch sehr viel frustriert. Ja, 7 Level geschafft. Ich verstehe langsam, wie die einzelnen Teile... Man kann den Phaser ja auch außerhalb vom Bildschirm schießen. Ja, das hatte ich vorhin auch schon. 6 Level. Nein, ja! Okay. Nein, ja, let's go! Letztes Level! Okay, mir fehlen nur noch 2 in diesem Durchgang. Ach, so eine Type of Weapon ist also Clan. Okay. Ich konnte das abschießen. Okay, ich verstehe nicht gut, wie Clamp funktioniert, dass ich es nehmen könnte. Der Clamp ist, du kannst damit quasi Plattformen lose machen, indem du sie anschießt und dann werden die quasi so gegriffen und baumeln nur noch rum. So Rugby, das hatte ich verstanden, aber nicht, wie ich es sinnvoll verwenden kann, glaube ich. Okay, jetzt letztes Level. Und es ist leider das, was ich schon die ganze Zeit so nicht gedacht habe. Ja, letztes Level geschafft. Oh, geil! Ich glaube, es gibt doch ein Ende. Ich bin viel weiter jetzt in diesem Level als vorher, also in diesem Special Level. Okay. Ja, stimmt. Ich bin auch weiter rechts gespawnt an dem Ort. Ja. Also, man, es gibt doch ein Ende in dem Spiel. Okay, ich habe... ein Tentakel bekommen irgendwie. Tentakelfähigkeit. Ah, das heißt auch literally Tentacle. Okay. Nice. Eieiei. Apfel, fall runter, bitte.
Apfel. Ich hasse den Apfel so sehr. Hat Newton wahrscheinlich auch gedacht damals. Impuls, was ist denn Impuls? Hast du den Apfel so sehr, Digga? Hat er bestimmt gedacht. Ja, als Beule auf dem Kopf gehabt. Impuls ist ja mal die OP-Fähigkeit. Impuls ist auch sehr cool, ja, tatsächlich. Was ist denn das rote X? Delete. Oh, okay. Ah, Delete ist deleted einfach Sachen. Wer hätte das gedacht? Oh, das hatten wir nicht. Okay. Ja. Nein. Wenn man Waffe wechselt und dann im Sprung, dann kann man auch nicht mehr lenken. Mhm. Oh, gleich mal Report. Ja, also vielleicht ist es ja auch gewollt, who knows? Weil es sonst okay wäre oder so. Okay, das sind jetzt, glaube ich, alle Items, die ich brauche, um das hier schaffen zu können. Man muss den Tentakel und den Shit. Warte mal, zählt der? Ich hab kein Dings mehr. Ich hab kein Delete mehr. Ich hab zu viel Delete verschwendet. Hätte ich ein Delete weniger verschwendet, hätte ich es geschafft. Ja, Mist, ne? Ärgerlich, schmerzlich, sag ich ja. Sag ich auch immer. Das wird halt klappen. Wahrscheinlich kann man Früchte auch deleten, doch? Ich denke schon. Ja, das ist aber wie komme ich denn dann da wieder hoch? Ah, mit der Rakete natürlich. Ja, geil. Ich hätte deinen Tentakel hintentakeln können. Mist. Alright. Ich begeistert. Oh, das Level kann ich doch gar nicht. This game is random. Sometimes you win, sometimes you don't. Okay, danke, dass du mir das nochmal sagst. Ich hab schon gemerkt. Okay. Ja, ich glaube, ich wechsle mal Game Audio. Das ist ein bisschen laut wahrscheinlich. Ah, nee. Ist eigentlich das Game Audio. Ja, was soll ich? Ich habe den Chat gefragt, was Game Audio eigentlich zu laut ist. Och Mann, ich hab doch nur das ein halbes Pixel berührt. Och Mann. Kann man das Ziel auch wegdeleten? Ich weiß es nicht. Ja, wenn, dann wäre wahrscheinlich nicht gut. Es würde mich nicht wundern, wenn das geht. Ah, es geht tatsächlich. Und dann kannst du einfach nicht mehr enden, oder? Ja, ich kann halt noch Dings, ne? Also halt sterben. Ja. Aber die Musik geht halt weg vom Spiel. Oh, ich hab den Apfel weggedeletet, ja geil. Das darüber kriegen. Das ist noch ein bisschen warten, aber ich schaff's nicht. Ah, shit. Yes. Okay, noch zwei Level in dem Durchgang. Alrighty.
gar nichts. Warum habe ich das so gemacht? Story of my life. Oh Mann, beweg dich nach links. Oh nein, da wird's aufgehalten. Okay. Naja, die will ich haben, aber nicht zusammen mit dem Alter. Das bringt mir auch nichts. Das bringt mir auch nichts. Sterben. So geht's vielleicht. Oh, letztes Level. Oh, nice. Na, aber ich komme ja nicht mehr durch. Das Level ist so schwer. Ich wünschte, ich hätte dieses Level nie gehabt. Oh nein. Muss ich jetzt hier 12.000? Ich muss 5 Äpfel in dem Level finden. Ich glaube, das kann man nicht schaffen. Das ist unmöglich. Also legit. Du glaubst, es gibt einfach keine 5 Äpfel in dem Level, oder? Nee, ich meine, das werde ich, glaube ich, schaffen können. Die Bombe Bambus, okay, let's try. Ich würde den gerne immer drüber ziehen, aber ich schaff's einfach nicht. Ich bin hier rübergekommen. Ich Idiot. Oh, vielleicht war es gar nicht so dumm. Ja. Oh, das war dumm. Okay, never mind. Ich krieg den Raffel da nicht überstellt. Ah, Mann, Rakete, Bombe. Nee, das reicht nicht. Ach, da drüben sind auch nochmal Items. Okay. Vielleicht auch nicht. Ja, aber alles gut. Ich muss auch sonst vom Husten werden. Ah, okay. Man springt halt nur so ein halbes Pixel hoch. Das habe ich gerade vergessen. Ich habe mir gerade ein Item weggelöscht aus Versehen. Oh. Geh doch kaputt, Items. Oh, dieses Level hier ist so unnormal schwer gerade. Das würde nicht existieren. Wie viel brauchst du denn noch? Wie viele für dein letztes? Wait, brauche ich nur 2 Äpfel in dem Level? Was? Warum ist dein letztes Level viel einfacher als meins? Das ist unfair. Aber ich bin ja einen ganzen Durchlauf vor dir jetzt, glaube ich, schon, oder? Weil ich hänge ja schon in die Zone. Oder nicht? Also ich bin jetzt in meinem dritten noch. Ach so. Du hast, glaube ich, schon 3 komplett durch. Ah, okay, ja, gut, dann.
Ja, Äpfel löschen ist auch erlaubt, Mist. Ich rutsch diesen kleinen Gap runter, oh mein Gott, ich hasse alles. Alles sich so dumm bewegt hätte. Warum fange ich eigentlich nicht schon die ganze Zeit hier auf der Seite an? Es würde mir mein Leben 10-mal einfacher machen. Ja, mach das doch. Ja, mach ich jetzt auch. Oh, ich hatte alle Items, die ich brauchte, und der Bambus ist wieder dumm in die falsche Richtung umgekehrt. Ich hasse den Bambus so sehr. Klassik Bambus. Echt? Oh shit. Ja, komm, ich lass mich einfach sterben, bis ich wieder gute Items habe. Hallo. Welch ein halbes Pixel berührt, aber meine Güte. Warum bewegt er sich denn mal wieder nach rechts? Ich verstehe es nicht. Warum bin ich zu dumm für dieses Spiel? Ja, jetzt bitte beweg dich schön nach oben. Ich will jetzt warum fliegt er nach rechts? Ich verstehe einfach nicht, warum er nach rechts fliegt. Oh mein Gott! Das sollte doch klappen, ja. Oh, Final Level geschafft. Okay, jetzt bin ich hier irgendwie rechts. I guess. Hab ich da rechts gut. Ah ja, geil. Neue Sachen. Was? Ich hab ein neues Level jetzt wieder. Gut. Ich hab verkackt. Was macht ihr seit dem Tag? Sehr gut. Der Pentakel hier so herum. Der klebt sich an die Sachen, an die du ranschießt und ja, chillt dann da so. Okay, das hat mir jetzt noch nicht so viel gebracht, aber okay. Oh, das ist ein Level, das ich vorhin schon mal in einem anderen Kontext hatte. Ach, weil ich das weggemacht habe, ist das nicht mehr. Pilz? Das sieht ein bisschen aus. Oh mein Gott! Ich hänge aber auch schon richtig lange in diesem Finale. Nein, ich hatte so einen guten Run gerade! Was mach ich denn? Nein, ich bin wieder oben aus dem Bildschirm raus. Ich bin so dumm Scheiß.
Ich würde so gerne. Zwei Clamps, okay. Los, Tentaku, laut, hilf mir. Oh, Tentakelmonster helfen mir gar nicht, ich hasse alles. Okay, ich kann das Level schaffen, wenn ich jetzt nicht kolossal verkacke. Let's go, Tentakel, Mann. Bam! Ah, okay, da darf man nicht direkt runterspringen. Das machen wir gemacht. Ich war schon am Ziel und ich hab vor Panik. Ah, oh, hab ich nach. Ja. Also nochmal bitte. Nein, ich bin nicht stuck. Vergiss es, ich schaff das. Ich hab's doch gerade eben so gut wie geschafft. Let's go, okay, zweites geschafft. Oh, wieder ein Butterfly. Wunderbare Butterfliege. Okay, let's go. Drei von neun. Ja. Ich ärgere mich echt gerade, dass ich das so verkackt habe, obwohl ich quasi schon am Ziel war eben. Das ist halt echt, glaube ich, so das schwerste Level, was ich bisher irgendwie schaffen musste. Aber ich bin gerade so ehrgeizig einfach. Ich will das nicht einfach aufgeben. Let's go! Ich habe mit einem Delete und einem Sprung das Rätsel gelöst. Bam! Wow. Bam! Fünf! Okay. Das muss ich anders machen. Nein! Ja. Ich war so greedy. Ich hätte vielleicht die Fähigkeit gar nicht gebraucht. Wait, what? Okay, er meinte, er hat gerade was eingebildet. Zwei Level fehlen wohl noch. Oh boy. Da habe ich das so gut vorgelegt hier. Nehme ich Delete mit. Ja, der Lead ist auf jeden Fall gut. Ein Tentakel und Bouncer. Eins noch. Okay.
Gewünschtes geben. Ach, warte, wenn man den Schmetterling benutzt und dann vom Schmetterling wegwechselt, weißt du, ob der dann immer noch zählt? Also, ob man dann zurückteleportiert wird trotzdem? Ich hatte den Schmetterling erst einmal und hab's nicht kapiert. Ah, ich habe gerade wieder. Ich habe es gerade wieder fast geschafft und habe am letzten. Ganz am Ende einen Fehler gemacht und. Ah, ärgert mich das jetzt. Oh Mann, ich war so nah dran! Okay, ich mache jetzt direkt einen Test. Wo muss ich stehen, wenn ich nochmal diese Konstellation habe? Nein, shit, das hätte ich lösen können. Dieses eine Rad, Alter. Immer das eine Rad. Du hast doch ein Rad ab. Mäh. Wie komme ich da zurück? Nice, let's go! Level geschafft. GG. Okay, Spiel ist auch noch nicht geschafft, aber ich habe jetzt mein viertes Mal alles geschafft. Ich war wieder so kurz davor, das Level zu schaffen. Oh Mann, oh, das ist doch jetzt nicht cool. Bist du noch in deinem Endlevel? Naja. Ja, wir haben jetzt Gleichstand quasi, also du hast mich überholt jetzt. Let's go, Mich nicht alles täuscht. Ja, wusste ich dann eigentlich. Hagelmann, lass mich an deine Tentakel dran. Könnte ein Helge Schneider Lyrics sein. Boxes Stack High, ja, danke. Tentakel! Die macht zu viel Scheiß, ich komme nicht damit klar. Zwei Leute. Bam! Ja, manchmal läuft's einfach, ne? Ja. Okay, das wird nix. Da brauche ich andere Sachen. Death. Sag doch nicht sowas Ekelhaftes. Yes! Endlich! Ah! Dieses Kacklevel geschafft. Oh, da oben ist eine Zugbrücke und da ist eine. Warst du da schon da oben? Du warst auch unten bei den Pflanzen noch, oder? Ja, oben war das. Ja. Ich glaube, man muss es noch einmal durchschaffen. Meinst du echt? Ich weiß nicht, danach sieht aus, als hätte man es dann geschafft. Egal. Mal gucken. Bambusrakete, Schmetterling. Was macht denn der Schmetterling? Ach, der Schmetterling ist. Man schmetterlingiert sich dann dahin. Oh, okay. Ja, der Tentakel, perfekt. Tentakel, ich liebe dich. Was ist das
für ein grünes Ding? Hat das aber nur ein. Die Rakete ist aber auch ziemlich nice. Die Rakete ist richtig gut. Hätte ich die nicht gehabt, hätte ich die Hälfte meiner bisherigen Level nicht geschafft. Aber die hatte ich schon glücklich gehofft. Ah, ich kann wieder nicht nach links lenken im Sprung. Ah, ich Idiot. Jetzt mit der Rakete vielleicht noch versuchen können. Naja, jetzt bin ich gestorben. Eine Tortoise? Oh je, oh je. Aber komme ich nicht wieder hoch? Oh no. Liebe es, wenn die Level einfach quasi, obwohl man denkt, man schafft es nicht, auf einmal klappt es dann doch, weil irgendwas total Absurdes passiert. Ja. Uiuiui, was geschieht denn hier? Tentakel und Pilz mögen sich, glaube ich, nicht. Die hauen was? Sich gegenseitig weg. Ja, der Pilz, der macht ja so, der ist ja so ein Bumper. Der haut alles, was ihn so berührt. Dieses Level schon wieder, das habe ich doch letztens schon mal. Nein, das ist ein anderes Level als vorher. Ja, ich ärgere mich, ist das. Da nicht hin, da war alles gecovert, oh mein Gott. Wie zur Hölle komme ich da jetzt zurück? Ich verstehe nicht, wie ich das schaffen soll. Jetzt habe ich echt Level, wo ich unsicher bin, ob ich die überhaupt schaffen kann. Hier hatte ich am Anfang sehr viele von. Sehr, sehr viele. Das wäre so viel gewesen. Oh, die, das Level sieht schwer aus.
wieder zurück. Oh mein Gott, der Pilz! Let's go. Bam. Fünf meiner Level geschafft. Ich bin jetzt bei 4 geschafft. Nein, ich habe nicht. Ich wollte das doch gar nicht. Ich hab's nicht mehr zu sperren. Achso, doch, ich hab's zu sperren. Du kannst jederzeit Select drücken und dann. Also, du kannst ja auch das Level einfach resetten. Oh, damit hätte ich es zu dir sogar geschafft. Ist der Jank einfach selbst. Ich hab den Jank selbst gefunden. Das funktioniert. Das ist auch gar nicht so gut, der Jank gewesen. Nein, okay, ich komm wieder. Ja. Also, du kannst an einen Tentakel schießen, dann klebt das halt auch dann da so dran. Das hätte ich mal benutzen sollen, oder? Ach, nur Schmutz-Items leider. Geschafft. Zwei Level fehlen mir noch. Oh no, du bist krass im Voll. Ah, das Level verstehe ich nicht, wie ich das schaffen soll hier. Oh, oh, das war eine schlechte Idee. Man kann auch aus dem oberen Bildschirmrand rausfliegen und sterben, das habe ich jetzt auf die harte Tour gelernt, okay. Achso, das hatte ich vorhin gemeint, oder meinst du ja, natürlich geht das. Ja, ich habe halt nur gehört, dass du aus dem Bildschirmrand raus bist und ich dachte halt, du bist unten. Achso, nee, ich meinte, ich bin oben. Ich dachte, du bist auch rechts oder links oder so, aber... Genau, deshalb war ich so irritiert, dass ich oben gestorben bin. Dang it. Nein, oh mein Gott, ich bin in die Stachel gelaufen. Ah, das hätte ich klappen können. Dass ich das überhaupt noch geschafft habe, wundert mich, aber okay. I'll take it. Nein, okay, wenn ich darauf schieße, bewegt es sich. Ah, ärgerlich. Ey, das war zu kranker Jank.
Oh, Rakete. Ja, Rakete ist, was ich haben will. Nein, nee, so will ich das nicht. Nee. Nein, hau doch nicht vom Gartenplattform. Oh mein Gott! Diese Blasen. Nein, Blase kurz vor dem Ziel. Oh no. Diese Blasen finde ich richtig schwer zu handhaben. Die Lampen sind eigentlich richtig strong. Ja, ich bin noch nicht so gut. Schmetterling exploited. Final Level, oh nein. Oh nein, und das letzte Level ist mit der Schildkröte, okay. Darf doch nicht sterben, was fällt dir denn ein? Jetzt berühre diesen Kackapfel halt. Nein, du sollst nicht in. Nein! Ja, aber das Level ist auf jeden Fall besser schaffbar als das, was ich letztes Mal als letztes Level hatte. Wir sind jetzt schon 90 Minuten drin und wir sind auch beide so krass im Fokus. Ja. Ich würde jetzt auch, wo wir im Ausblick haben, dass es ein Ende gibt. Okay, das ist ein Weg zum Ende. Das soll gut bleiben, okay, dann. Bleibt nicht so, aber das ist okay. Idiot. Okay, eigentlich ist es gar nicht so schwer, was ich gerade habe, aber. Also ich habe eigentlich eine ziemlich nice Kombination an Items momentan, aber man stellt sich dann halt doch irgendwie nicht so schlau an.
brauche dich noch. Bis dann. Beim letzten. Ich hab's geschafft. Mal gucken, wo ist denn. Ich bin auf der Brücke. Oh shit. Ich komm nicht durch. Okay, es gibt noch keinen Durchbau. Ich bin auf der Brücke, aber es ist ein Gate vor. Wir müssen nochmal. Aha. Ah, okay, noch ein Durchlauf. Damn. Let's go. Weiß echt noch nicht, was dieser Fotoapparat macht. Ne? Ich glaube, der schießt einfach Sachen nach hinten so. Also. Tja. Okay, und zack auch. Sind wir jetzt vielleicht hoffentlich an beiden letzten oder so? Sind wir jetzt vielleicht hoffentlich beide im letzten? Kann sein, ja. Okay, 4 geschafft. Bam! Oh. Bus. Jetzt habe ich zum ersten Mal eine Leiter. Schießt das hier nach unten? Hey, Tarigan. Yo, danke für dein Abo. War, ah, doch, das zackige. Dingens kam, die zeigt mir. Abo mit Abonnement Alert. Abo Schmott. Ja. Wie man das heute sagt, ne? Okay, wir schauen. Bam! Okay, das war ein leichtes Level. Ja. Oh, ich will mal ganz dringend Wasser holen. Aber wenn du es jetzt schaffst, dann GG. Mach natürlich Pause. Bin ja nicht gemein. So. Nice läuft's, würde ich sagen. Und hier, ich bin am Stehen heute. Piu, piu, piu. Vielen Dank für deinen Sub nochmal. 27 Monate schon, richtig, richtig krass. Ja, wir spielen heute Mosalina. Für diejenigen, die vielleicht auch neu dazugekommen sind. Das ist ein Puzzle-Platformer, bei dem man aus einem Pool, der zufällig generiert wird, nochmal wieder zufällig ausgewählte Items für verschiedene Puzzle-Level bekommt. Und es ist quasi RNG und Jank the Game. Man muss irgendwie versuchen, mit seinem Mittelchen die Level zu beenden. Es ist gar nicht so leicht, habe ich gelernt. Wie läuft es bei uns derzeit? Ja, wir spielen ein Spiel, das komplett RNG. Wir spielen RNG das Spiel. Ups. Sag, wenn du wieder startest übrigens. Ich habe Pause gemacht. Ach so. Ja, ach so, jetzt ruhig weiterspielen können. 3, 2, 1, zack. Und Pause. Let's go. Ah, ach so, ach die Rauten, die sind bewegliche Plattformen. Okay. Oh, Gott, wäre das gut gewesen. Warum ist das nervös?
Dicker 10-mal leichter Level als alle, die ich im ersten und zweiten Durchgang hatte. Da waren halt nur richtig harte Scheiß-Level. Und jetzt sind actual spielbare Level. Ah. Oh geil, die Pistolen-Pistole. Yeah. Gun-Gun ist nice. Ah. Ja, ich hatte sie noch nicht. Noch gar nicht? Ich hab hier noch ein Level. Ja, noch gar nicht. Final ist ein Level. Ah ja. Bisschen doof jetzt hier so, ne? Ich finde diese Bullet-Buildinger da witzig. Ach nein, das Level wäre so einfach gewesen. Schildkröte, bitte nicht sterben, Lino. Sterben ist verboten, Schildkröte. So wie es angeblich auch in manchen Mietverträgen steht, dass man nicht in der Wohnung sterben darf. Ich glaube, das ist aber ein Joke. Ich glaube nicht, dass das ernsthaft irgendwo steht. Ich glaube auch nicht, dass man das versetzen kann. Ach du, ich traue Vermietern ziemlich viel zu. Ich habe keine Ahnung, wie ich dieses Level gerade geschafft habe, aber ich habe es geschafft, aus irgendwelchen Gründen. Was? Die Leiter ist im Grunde einfach der Bambus in ein bisschen schlechter. Ah, standest du schon mal auf dem Boden und hast nach unten gezielt und die Leiter erschaffen? Sag das mal. Danach bindest du den Bambus kacke. Okay, manchmal hat man so ein Level, das schafft man dann gar nicht, und dann manchmal schafft man es einfach so direkt. Ja. Oh, die Gun-Gun. Okay, ich habe ein gar nicht so leichtes letztes Level bei mir gerade. Ah, kommt vor. Noch zwei Level. Dann bin ich im Finale. Das sollte eigentlich schaffbar sein. Eine Erdbeere. Noch eine Erdbeere und. Yes! Okay, letztes Level. Bei mir auch. Oh nein, wir sind wieder gleich auf. Final Level. Nein, das ist dieses. Warum habe ich denn das so ein beknacktes letztes Level? Das ist so unfair. Ah, da ist die Gun-Gun, das ist gut. Ah, wie soll ich denn das schaffen hier? Das geht ja überhaupt nicht. Nein, ich bin direkt in den Ton reingegangen. Das ist nicht so gut, hab ich gehört. Warum dreht es sich? Ich mag nicht, wenn es sich dreht. Ah, vielleicht ist es doch nicht so schlecht, wie ich dachte. Das ist, glaube ich, ziemlich gut sogar. Ich
Ich war so fokussiert darauf, die Gun zu benutzen, dass ich halt mein Level einfach komplett verkackt habe. Komm, schubst den Apfel raus, let's go. Das hat so Macht mit Affen, ne? Ich Idiot, ich hatte die Gun. Oh Mann, ich hätte das so easy peasy schaffen können. Yeah, oh mein Gott, ich hab's geschafft. Oh mein Gott, das Level. Oh mein Gott, das kommt auf YouTube. Wie ich das Level gerade gepackt habe. Okay, mal gucken, ob ich am Ziel bin. Bist du am Ziel, ja? Das interessiert mich jetzt auch. Also ich komme sehr weit nach rechts auf jeden Fall. Oh je. Ich darf sehr, sehr weit laufen. Ich darf sehr, sehr weit laufen. Rechts ist ein Abgrund. Ja, okay. Wirkt so, als müsste ich runterspringen. Ich werde nochmal reingespawnt. Anscheinend nochmal Level. Jetzt geht's danach wieder von vorne los. Das ist herauszufinden, würde ich sagen. Okay. So, ein Level geschafft. Bam! Godgame. Bam! Godgame. Boah. Oh nein, nicht schon wieder das Level. Ja, diesmal konnte ich sehr viel mehr. Eine Folge geschafft, eieieiei. Okay, schade, aber das Level zu machen. Tentakel, also am Anfang Tentakel, damit kann ich arbeiten. Okay, das ist die Granatapfel, der ist gerade relativ sinnlos. Oh no, ich bin stuck. Okay, wow, ich bin nicht gestorben. Oh no, ich bin in ein Kreuz reingejumpt. Das ist ja nicht so gut. Yes! Bin auch bei der langen Strecke, wo man nach rechts laufen muss. I believe in you steht links unten, okay. Was soll's? Oh, hey, eins meiner Level, die ich meistens schaffe. Okay. Ohne zu große Probleme auf. Ja, nice. Let's go. First try. Auf jeden Fall 5. Ne, 4. 5 noch to go. Irgendwas mehr. Ich verkack gerade auch richtig hart alles. Ich mag diesen blauen Cube richtig gerne. Das sind diese blauen und die pinken Cubes, in denen du quasi so dein Momentum behalten kannst. Nee. Da war der nicht. Ah, das ist ein Level, das mag ich aber überhaupt nicht.
Was? Bam. Was kommt noch für Schöne? Geschafft. Bam, bam, bam. Ist der richtig on a roll? Was ist bei dir denn los? Noch zwei Level, die ich noch muss. Okay, ich hab jetzt zwei geschafft. Ah, ich bin runtergefallen. Ich bin runtergefallen. Was ist das denn? Das ist ja unfair. Da stirbt die Schildkröte ja instant. Och nee, das habe ich doch vorhin schon gehabt. Das Level fand ich doch schon. Vorhin schon, ist egal. Der Kombi war es ganz nice, okay. Okay, ein Level noch. Warte, schon im letzten. Ja. Uff. Ich glaube, du gewinnst heute das Race. Gibt es eine Bestrafung? Was? Haben wir vorher nicht drüber gesehen. Ich habe keine Ahnung, wie ich das jetzt hier gerade geschafft habe. Da, Rick. Das sind schwer mit meinen aktuellen Items. Hello there, hi Heinke. Das finale Level ist zum Glück nicht ganz trivial, Leute. Was? Ja, leider. Ich kann nicht so viel dagegen machen. Mein Setup ist gerade ein bisschen ekelhaft. Man hört ihn kaum im Sinne von ganz leise oder man hört ihn kaum im Sinne von, er klingt halt ein bisschen räumlich gerade. Das finde ich geil. Ich habe dich immer mal richtig krass lauter gemacht. Ja. Ja, das ist immer das Problem, wenn man selber nicht hört, was los ist, dann sieht man nicht so ganz was. Sieht ja, ich bin ja auch selbst ziemlich. Warum bin ich denn voll aufgedreht? Ich habe mich doch voll leise gedreht. Dachte ich zumindest. Na gut. Ist besser jetzt vom Verhältnis zwischen uns beiden. Du hast Urlaub bis zum 5. Februar. Yay, Urlaub, ich liebe Urlaub. Und deine Emotes sind da, okay. Als ob ich das nicht treffe. Okay, nice, hab das letzte Level geschafft. Okay. Okay, ich starte wieder vorne. Achso, also ist man mit einem Infinite Loop drin. Dann machst du es anscheinend, I guess. Ja, ne? GG. Bam! Mach ich jetzt noch zu Ende oder spiel noch bis 2 Stunden oder? Du magst, wie du Lust hast. Ich mag das nicht, dass die Schildkröte einfach so sagt, sie möchte jetzt sterben. Ja, die Schildkröte ist ein Gemeino, ey. Schildkrötenlevel haben mich auch ganz schön fertig gemacht, muss ich sagen. Ah, aber die Schildkröte darf sterben an den Stacheln, aber die darf nur nicht runterfallen. Die darf nur nicht runterfallen, glaube ich, genau. Dann ist sie komplett weg. Urlaub bis zum 5. Februar ist auch richtig nice. Das ist echt ordentlich. Kein Urlaub bis auf den Summer gehabt, das ist heftig. Ich spüre, wie mein Körper einfach voll am Start ist, weil ich jetzt irgendwie 2 Stunden im Stehen gezockt habe. Das ist sehr neu. Ich habe zwischendurch auch einfach vergessen, dass ich. Ich habe zwischendurch einfach vergessen, dass ich stehe. Nein!
geil. Ja, ich muss mir auch mal ein Stand-Up-Desk holen, aber... Nice. Ein bisschen, als hätte ich so ein ganz klein bisschen Sport gemacht. Aber so minimal. Willst du dir noch ein Laufband für unter den Schreibtisch dann holen? Das hat mein Bruder tatsächlich. Ich hab, ich weiß nicht, ich mag das nicht so vom Lautstärkefaktor her. Okay. Ja, weil Laufbänder ja schon so ein bisschen Lärm machen, wenn man auf ihn läuft. Oh, come on, da war noch 3 Pixel Platz, ey. Weil ich muss essen und sitzen, habe ich auch echt nichts gegen, muss ich sagen. Okay, final level. Okay, danach. Ich gucke, dass ich nur das schaffe und dann. Und dann. Ist auch für mich dran, würde ich sagen. Warum ist denn da noch ein Apfel versteckelt? Das ist doch gar nicht legal. Meine Güte. Was ist denn da rechts noch? Oh, nice, okay. Ah, Hilfe. Oh, sie 23 Tage mit Zerwarten gesetzt und noch 5 Tage für ESA Summer. Boah, das ist schon krass. Das ist schon krass. Ja, ich meine, es gibt arbeitsrechtlich sogar irgendwie so eine kleine Sache, dass ein Chef dir nicht, außer es gibt dafür betriebliche Gründe, verwehren kann, Urlaub am Stück zu nehmen. Ich habe da sowas gelesen, dass du... Hi! Boah, shit, ich glaube, ich... Ich weiß nicht, ob das Level... Ich bin mal eine Sekunde weg. Alles klar, Sekunde. Ich bin gerade nicht sicher, ob ich das Level überhaupt schaffen kann. What the frick? Erzähl ich dir gleich. Hey, hey, ich bin wieder da. Hat jemand durchs Fenster gesehen, dass ich streame und wollte wissen, was los ist? Ich habe mich einfach in Real Life gefragt, was ich gerade mache. Hat jemand, den du kanntest, oder? Nein, jemand, den ich nicht kannte. Ich wohne ja im Erdgeschoss. Ja, und er hat durchs Fenster gesehen, dass meine Softbox an ist. Und ist ans Fenster gekommen und war neugierig. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht genau, was die Situation war. Ungefähr? So unser Alter. Wenn ich unser Alter meine ich mein Alter. Danke. Keine Ahnung. Mitte 20 wahrscheinlich. Dankeschön. Ich fühle mich geschmeichelt. Das kann ich sagen. Mal gucken, vielleicht kommt er gleich im Chat. Ich habe ihm gesagt, wo wir live sind. Ich weiß gerade nicht, ob ich das Level schaffen kann, weil das ist echt gemein. Immer zu, ich bin auch neugierig jetzt. Das ist das zweite Mal, dass hier jemand irgendwie an mein Fenster kommt und so meint, ey, du streamst. Mein Zimmer ist nicht optimal ausgerichtet, würde ich sagen. Ich probiere noch ein bisschen rum, aber ich momentan das dumpfe Gefühl. Ich könnte in dem ersten Mal das beste Autogramm ever. What? Ja, ich sollte ihm auf dem Arm unterschreiben. Let's go. Hey, welcome. Ja, ich glaube auch, du hast noch nie von jemand so prominentem mein Autogramm wahrscheinlich bekommen auf unserem kleinen Channel hier mit aktuell 10 Viewern. Let's go. Bam.
Geil, zweistellige Zuschauerzahl, ich lieb's. Zweistellige Zuschauerzahl, ja. Und ich habe das Race sogar gewonnen. Guck mal, du hast sogar von einem Sieger heute ein Autogramm bekommen. Wir haben zugegeben auch sehr, sehr arbitär Winstates ausgemacht, aber ist okay. Ja. Also dieser Kackapfel, kann ich den irgendwie wegsprengen oder so? Ich will den nicht. Ich glaube, nach 90 Sekunden warst du sogar noch, nach 90 Minuten warst du sogar noch vor mir, oder? Ja, ja. Ja, okay, dann ist es schon eigentlich auch ein bisschen gerade schwierig. Ach, alles gut. Wir haben halt zwischendrin rausgefunden, dass es wahrscheinlich ein Ende des Spiels gibt. Und ich weiß nicht, ob das so richtig als Ende des Spiels gilt, aber das Spiel ist damit halt nicht besonders transparent irgendwie. Ja. Okay, also wenn ich nicht demnächst rausfinde, wie es geht, glaube ich, werde ich auf das Handtuch werfen. Guck mal dein Level mit an jetzt. Ah, das ist ein schweres, das hatte ich auch schon mal. Als Endlevel? Ja, das war auch bei mir ein Endlevel. Oh no, okay. Shit. Ich hab's, aber deine Items sehen auch ein bisschen eklig aus. Vielleicht den Bambus direkt einmal nach oben? So würde ich's jetzt wahrscheinlich machen. Nice. Oder versuchen. Soll der gut funktionieren. Ach, Tentakel, auch ein nerviges Item. Komm ich nicht gut mit klar. Jetzt hab ich nur noch Granatapfel. Granatapfel ist für das Level auch nicht so geil geeignet. Nein! Ah! Oh, das sah sogar knapp aus. Ich habe halt richtige Schmutzdrecks-Items, oder? Bambus richtig funny, richtig funny, weil da war eben noch zu der Situation. Der Dude, der hier gekommen ist und ein Autogramm von mir wollte und wissen wollte, wo wir streamen. Während ich mit ihm im Gespräch war, ist auch noch einfach eine Nachbarin unten in den Hauseingang reingekommen und dann so an mir vorbei. Ah, es war alles unangenehm an der Situation. Okay. Ja, genau. Ich glaube auch. Oh, das sah knapp aus. Ach Mann. Hey, Bambus, let's go. Bleib übrigens dabei, dass Bambus besser ist als die Leiter. Ja, Bambus kann man nach oben schön schießen, aber auf der Leiter kannst du halt so schön draufstehen und dann. Okay, das ist tot. Und dann dich. Dann dich nach oben leitern lassen, sozusagen. Okay. Mit dem Items, ne? Bambus und dann gleich die Dinger da einmal in Place halten. Wollte ich gerade machen und dann. Aber. Aber du hast nochmal die gleichen Items, glaube ich. Das ist nicht so hilfreich, die Items sich jetzt zu blockieren. Nicht. Die Leiter ist halt so kurz, das ist das, was ich irgendwie noch nicht so mag. Ja. Ob ich es jetzt noch schaffe? Gute Frage, wie lange willst du noch versuchen? Wie spät haben wir es denn schon? Oh. Bis 11 vielleicht. Achso, ich. Dein Netz ist stabil heute, kann das sein? Es scheint so, als wäre es heute stabil. I guess. Ich weiß nicht, auf wie viel sind denn die Links eingestellt? Wahrscheinlich nicht auf mehr als 3000 Mbit. Wahrscheinlich kann ich es dir deswegen einfach einigermaßen stabil rüberschicken. Der ist ja gar nicht in den Links. Müsste man ins Control Center schauen, wahrscheinlich.
Eieiei, dass du das überlebt hast, war wild. Oh no, oh no, der Stachel! Ja, das ist tot, das Level. Okay, ich glaube, da kommst du hoch. Oh no, let's up! Das sah aus, als hättest du es schaffen können. Shit. Ja, aber ich glaube, hier drüben, ich wäre, glaube ich, nicht hier rübergekommen, oder? Hätte ich das geschafft? Ich nicht. Ah. Ah, nee, wahrscheinlich nicht. Das ist gar kein Item mehr. Vielleicht, oder? Nee, ich, vielleicht haben wir hier einen. Ja, mit dem Coyote-Jump kriegst du es hin. Aber dann wäre ich nicht da, dann hätte ich hier neue Items gehabt und hätte dann vielleicht. Ja, mit denen hast du es wahrscheinlich okay, gefahren. Mit Coyote Jump kommst du darüber. Ich bin gerade hauptvoll geworden, ey. Ich kann das Level schaffen. Ich Idiot. Ich Idiot, ich hab die Leiter falsch rum. Jetzt realisiere ich auch, warum man von draußen. Also, man sieht von draußen jetzt mehr, wenn ich streame, wenn ich dabei stehe. Weil ich halt viel besser von außen draußen zu sehen bin, quasi. Ah, ja, ne, gleich kommt der Stachel. Kommst du nicht hoch, glaube ich. Nee. Vielleicht mit dem Apfel. Ah, oh, schade. Aber den konntest du nicht verschieben mehr, ne? Und was Bambus runter? Okay, 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 okay. Eine Woche noch. Ja, nein, ich hab ein Frame zu spät den Coyote Jump probiert. Oh Mann. Oh. Shit. Ärgerlich, ärgerlich, schmärgerlich, ärgerlich. Vor allem, du hattest noch den Bambus und die Leiter als Option sogar. Nee, die waren doch beide schon weg. Nee, du standest da genau drauf gerade. Oder so, ja, ja, so, du meinst insgesamt, ja, genau, ja, ja. Du hättest ihn noch quasi dahin bewegen können, vielleicht. Nein, ah, ich Idiot. Ja, was ich aber voll gern habe an dem Spiel gerade ist, am Anfang, ich war vor 10 Minuten noch richtig hoffnungslos, dass ich das Level nie schaffen werde. Und jetzt plötzlich denke ich so, Alter, ich kann das Level safe schaffen. Ja. Ja, okay. Ja, so ähnlich ging es mir in den ersten 10, 20 Minuten des Spiels. Da dachte ich noch, oh mein Gott, ich kann keins dieser Level schaffen und ich finde alle Items schrecklich. Und dann kommt man so in manche Items einfach langsam rein und findet so Strategien, wie man sie gut verwenden kann und so. Und dann geht's irgendwann. Verrückt. Yikes. Oh, ich hab. Dachte gerade, womit kommt da nicht gleich ein Stachel? Und hab dann gar nicht auf den drauf geguckt. Ja, wirklich. Wenn ich hiermit anfange. Na, no, okay, dann ist das eine dumme Idee. Okay, never mind. Ist das jetzt gut, das Ding? Gute Frage, was ist das ganz rechts? Das ist diese Ballons da. So, ja. Mit denen kann ich nicht umgehen, aber ich habe das Gefühl, die sind eigentlich ein sehr gutes Item. Weil die auch da bleiben, nachdem man sie benutzt hat und dann nochmal hochsteigen und sowas. Ich will eigentlich versuchen. Da vom Apfel wegzuspringen, ja, ja, ja. Das ist aber gewagt. Oh, come on! Gibt's eigentlich schon Speedruns von dem Spiel? Auf Speedrun oder? Gute Frage, ich guck mal nach. Richtig ehrgeizig, aber ich weiß nicht, ob es sich irgendwann. Ich glaube, in ein paar Minuten sollte ich auch irgendwann mal Schluss machen.
Beispiel 54 Sekunden, aber ich weiß nicht, was damit gemeint ist. Speedrun-Modus wahrscheinlich. Ja, es scheint einfach zu sein, einmal neun Level durchzuschaffen. Ja, okay. Einmal neun Level im Speedrun-Mod ist es. Oh, ich Idiot. Ja, Bambus mit Leiter verwechselt. Okay, Leiter und Tentakel sind ganz kacke. Ich komme mit ihm gar nicht zurecht. Okay, okay, okay. Was hast du noch? Tentakel. Nein, oh, mein Schiff! Ja. Ja. Ärgert mich. Ich glaube, die hättest du einfach rechts runter pushen können, sogar in den Abgrund. Ja, ja. Das ganze Spiel ist quasi, was machen Sachen das Spiel? Ja. Irgendwann wieder ein Community-Abend geplant. Wir haben aktuell keinen konkreten Planung, aber jetzt, also wenn man von dir schon mal hört, dass ein Interesse dazu besteht, können wir nochmal weiter in die Runde fragen und dann schauen. Ja, wir müssen uns außerdem bei euch entschuldigen, wir haben es diesen Monat nicht geschafft, ein Archipelago zu schedulen, leider. Yeah. Ich kann auch nicht garantieren, ob wir das nächsten. Kann ich ja unten lang einfach. Dass wir das nächsten Monat schaffen. Kannst du es oder nur, ja, let's go. Okay, was hast du noch? Tentakel sogar, geil. Oh, let's go! Setty Boy! Alter, ich bin gerade so aufgeregt. Leist noch ein Bombe oben drauf, oder? Ja. Auf das Tentakel da. Bam, bam, time. Let's go! Woo. Ja, so, okay, ich bin wieder am Anfang. Ich frage mich, auf was sich How Long to Beat bezogen hat mit Spiel durch Spiel. Keine Ahnung, vielleicht. Weil hier so einmal komplett durchkommen in einer Stunde, das glaube ich schon interessant als Angabe. Ja. Also ich habe das Gefühl, wir haben uns jetzt gar nicht so schlecht geschlagen zwischendurch. Mhm. Mit anderen Worten, ich hatte zwischendurch das Gefühl, ich war ein absoluter God-Gamer. Und du auch, als du am Anfang so an mir vorbeigezogen bist. Dachte ich so, wow, wie kommt er mit dem Spiel so schnell zurecht? Was ist hier los? Irgendwann lief es einfach mal bei mir und bei dir lief es auch irgendwann einfach mal. Ja, aber war sehr gut. Ich gehe mal in die Talk-Szene. So, Hedwig, wie fandest du dieses Spiel? Nachdem ich hohe Erwartungen hatte, daran einfach viel janky Spaß zu haben, war ich am Anfang erstmal desaströs am Boden zerstört und dachte, shit, das gefällt mir ja gar nicht. Und dann, als ich langsam gelernt habe, mit den einzelnen Mechaniken umzugehen, hatte ich wieder richtig viel Spaß. Es war ein Wechselbad der Gefühle. Und jetzt am Ende würde ich sagen, dass ich es ziemlich gerne mag. Es ist nicht irgendwie in meinen Favorite Games, aber ich mag es ziemlich gerne. Ja. Ja, ich glaube, dem kann ich mich ziemlich anschließen. So, ich mache mich mal meinen richtigen Namen hier hin. So, ja, ging mir ganz ähnlich. Ich war am Anfang auch ein bisschen erst so etwas skeptisch, weil ich dachte, oh, irgendwie ist es doch sehr weird und also. Es hat sich sehr wenig nach Spiel angefühlt, genau, finde ich. Ja, und hat mehr so bisschen, nach, ich habe irgendwie so komische Bauklötzchen, mit denen ich irgendwas tun muss. So. Aber als man dann mal so langsam drin war und plötzlich mit den Items umgehen konnte, war so richtig so, okay, jetzt bin ich ehrgeizig, das Level zu schaffen, auch wenn ich Schmutz-Items dafür habe. Und das war cool, als der Moment dann da war. Also insofern, danke Stuffed Wombat, falls du das angesehen hast. Oder das ansiehst. Mittlerweile wüsste ich jetzt auch, wie ich das eine Level ganz am Anfang geschafft habe, wegen dem ich resettet habe. Ah, okay. Da hatte ich nämlich, glaube ich, die Balls zur Verfügung.
Und da wusste ich noch nicht, dass die Balls so über einen längeren Zeitraum floaten. Und vor allem, dass man die, wenn man nach unten hält, direkt unter sich setzen kann. Egal, wo man gerade ist, auch wenn man so in der Luft ist und so. Dann hätte ich so nach rechts gehen können und dreimal den Ball unter mich setzen, um damit die lange Gap irgendwie zu covern. Und jetzt im Nachhinein war sehr dumm, dass ich dafür resettet habe, denn ich habe damit 7 Level einfach wieder weggemacht. Ah, shit, ja, natürlich. Ja, gut. Ja, Chat, ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß mit unserem kleinen Stream. Wir hatten auf jeden Fall große Freude. Ja, wie gesagt, leider auf Scheduling-Schwierigkeiten wegen Archipelago war diesen Monat schwierig. Nächsten Monat müssen wir mal schauen. Das ist nämlich auch jetzt wieder Weihnachtszeit. Ich will ja nicht zu viel an die große Glocke hängen, aber wir haben gerade ein richtig nices Projekt bei uns in der Zack-Pipeline, was immer ein bisschen länger bei uns dauert, weil wir alle berufstätige Dudes sind, die Stream nur in ihrer Freizeit machen können. Wir haben gerade ein richtig krass gutes, neues, großes Projekt in der Pipeline und das wird demnächst auf die freie Wildbahn losgelassen. Ja. Und wir sind sehr gespannt, was ihr davon haltet und hoffen, dass ihr euch darüber freut. Ich möchte mal nicht mehr verraten, aber es könnte mit Speedrunning-Events zu tun haben. Mist, jetzt habe ich zu hohe Erwartungen gesteckt, weil es denken alle... Nein. Schnell weg mit den Erwartungen. Nein, genau, kein Sack-Marathon. Aber abonniert doch mal unseren YouTube-Channel, Zwinker. Ja, und klickt die Glocke und klickt Likes bei allen Videos und so weiter und so fort. Alrighty, ja. Gibt es jemanden, wo wir euch noch hinschicken können? Ich sehe gerade erstmal auf den ersten Blick niemanden. Aber kleine Sache noch, bevor wir aufhören. Nächste Woche Donnerstag ist Ahead in Time noch wieder am Start. Wir haben einen Termin und diesmal werden wir es schaffen, ihn einzuhalten. Ha! Und es ist nicht nur irgendein Ahead in Time Stream, sondern das Race, das Finale. Dessa und Blue racing Ahead in Time gegeneinander in einem Best-of-Three-Format. Und ich bin richtig, richtig gespannt und habe richtig Bock, das zu kommentieren. Das wird nice. Eventuell mache ich das auch wieder stehen, damit ich so hektisch rumspringen kann, wie ich es gerade mache. Das klingt doch ziemlich geil, oder? Also man sieht, dass du richtig enthusiastisch bist und es klingt vielversprechend. Ich denke, das darf man nicht verpassen. Deswegen, Leute, nächsten Donnerstag, Ahead in Time Race, Desert versus Blue. Und damit würde ich sagen, verabschieden wir uns für heute. Jo. Ciao, liebe Kinder. Tschüss.